Hallo meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Pfingstfest und eine schöne Zeit. Erinnert ihr euch noch an die erste halbe Geschichte von meinem Buch Sina und Lou? Und wisst ihr noch, wie es ausgegangen ist? Sina, die kleine Koala-Bärin, hatte sich ja zu dem Lou geschlichen. Und da lag sie jetzt und war eingeschlafen. Oh, oh, oh. Und jetzt geht's weiter. Als sie aufwachte, war es bereits dunkel und im ersten Moment wusste Sina gar nicht so recht, wo sie war. Es fühlte sich auf jeden Fall mollig warm an und so schlug sie die Augen auf. Mit Entsetzen musste Sina feststellen, dass der Bär sie auf dem Arm hielt und beäugte. Lou bemerkte Sinas Angst und setzte sich schnell, aber behutsam auf die Erde und sagte mit seiner tiefen Bärenstimme: »Hab keine Angst, kleines Flauschbällchen. Ich bin doch nur ein Bärenjunge, genauso kuschelig wie du. Mein Name ist Lou. Und wer bist du?« Obwohl er eine tiefe Stimme hatte, klang sie doch sehr zärtlich und gar nicht so angsteinflößend, sodass Sina einen Blick in das Bärengesicht wagte. Wie groß war die Erleichterung und die Freude, als Sina so liebevolle Augen erblickte. »Ich heiße Sina«, hauchte Sina. »Aber, oh weh, es ist ja schon Nacht. Was habe ich nur wieder angestellt? Meine Mama wird sich Sorgen machen und mein Papa verpasst mir Hammelbeine.« »Hammelbeine?« lachte Lou. »Ja, wenn das so ist, solltest du schnell wieder nach Hause. Obwohl«, grunzte Lou, »ich würde dich ja schon gern mit Hammelbeinen sehen. Das sieht bestimmt lustig aus.« Und dann meinte er noch zärtlich: »Kommst du morgen wieder zum Kuscheln?« »Ich weiß nicht«, überlegte Sina. »Lass dich überraschen.« Und schon war sie im Wald verschwunden. Bei der Koala-Familie war die Aufregung verständlicherweise groß und Suchtrupps waren schon losgeschickt, um Sina zu finden. Schusselopa Ernie hatte sich heimlich auch an der Suchaktion beteiligt und nun war die Aufregung groß, da nun zwei vermisst wurden. Doch genau das war später Sinas Glück. Auf ihrem Rückweg achtete Sina nicht auf Stock und Stein und so kam es, wie es kommen musste. In der Mitte ihrer Lieblingslichtung stolperte sie über etwas und fiel auf die Nase. Verdattert schaute sie sich um und da lag Schusselopa Ernie auf dem Rücken und sonnte, oder soll ich vielleicht besser sagen, mohnte sich in der Nacht. »Opa«, keuchte Sina, »was machst du denn hier?« »Ich überwache den Mann im Mond, ob er auch alle Sterne im Himmel anzündet.« Und Opa Ernie sagte es, als wäre es das Nimmerste von der Welt. »Und?«, fragte Sina und schaute in den Himmel. »Macht er seine Arbeit ordentlich?« »Einen Augenblick nur noch.« »Noch die Achse vom kleinen Wagen. Dann hat er es wieder geschafft«, freute sich Opa. Und Sina meinte tatsächlich am Himmel vom kleinen Wagen einen Stern jetzt heller erleuchtet zu sehen. »Du Opa, kannst du ein Geheimnis für dich bewahren?«, fragte Sina und guckte den Opa mit großen, erwartungsvollen Augen an. »Hey, mein kleiner, süßer Fratz«, lächelte Opa, »ich hab dir meinen geheimen Freund auf dem Mond verraten. Da wird es mir eine Ehre sein, dein Geheimnis zu hüten.« Sina kuschelte sich in Opas Arm und erzählte mit leuchtenden Augen von den heimlichen Beobachtungen und der heutigen Begegnung mit Lou. »Was meinst du?«, fragte Sina abschließend. »Kann ich Lou trauen?« überlegte Opa Ernie. »Normalerweise gehören die Braunbären ja nicht unbedingt zu unseren Freunden, aber wenn er heute so einen zarten Braten wie dich verschmäht hat, dann scheint er nichts Böses im Schilde zu führen. Was hältst du davon, wenn wir morgen gemeinsam deinen Freund mal unter die Lupe nehmen?« »Geheim, versteht sich«, und er zwinkerte Sina verschwörerisch zu. »Ich werde mich in der Nähe verstecken und aufpassen, dass er dir nichts tut.« Sina kletterte auf Opas Bauch, gab ihm einen Kuss auf die Wange und rief: »Du bist der liebste Schusselopa von der Welt.« Pfote in Pfote verließen Sina und Opa die Lichtung und liefen zum Glück Oma Henny in die Arme, die nur vorwurfsvoll, aber mehr erleichtert, fragte: »Wo habt ihr bloß gesteckt?« Opa Ernie tat ganz erstaunt. »Hatte ich nicht gesagt, dass wir eine Nachtwanderung machen?« »Nachtwanderung«, empörte sich Oma, »in deinem Alter? Du hättest dir beim ersten Baumstumpf alle Knochen brechen können.
An die wilden Tiere will ich gar nicht erst denken. Weiter kam sie nicht, denn alle restlichen Familienmitglieder stürmten auf sie ein. Keki hatte seinen üblichen Wutausbruch, weil ihm keiner etwas von der Nachtwanderung erzählt hatte. Die kleine Maja fragte immer wieder, was ist eine Nachtwanderung? Ein total entnervter Papa entgegnete, die heutige Nachtwanderung führt direkt ins Bett, ohne Essen, und jetzt will ich von euch nichts mehr hören. Am nächsten Morgen machten sich der Großvater und Sina auf den Weg zu Lus Höhle. Natürlich konnte Mama Mo sich nicht verkneifen, den beiden eine dicke Rolle Schilfgarn mitzugeben, mit dem Kommentar, damit ihr euren Weg markieren könnt. Haha, äffte Sina und stopfte das Garn in ihre Tasche. Kurz vor Lus Höhle beratschlagten sich Sina und Opa nochmal und suchten ein gutes Versteck für Opa, von wo er alles genau beobachten konnte. Opa gab Sina einen lieben Klaps auf den Popo und sagte, viel Spaß, mein Fratz. Als Sina aus dem Schatten auf Lus Höhle zuging, wurde sie mit einem Jubelschrei von Lo empfangen. Huhu, hier bin ich! Der kleine Bär konnte seine Freude kaum fassen, als er Sina erblickte. Hatte er doch schon ungeduldig auf sie gewartet und die ganze Nacht vor Aufregung kein Auge zugetan. Hallo, Flauschbällchen, du hast mich ja ganz schön lange warten lassen, lachte Lu. Jetzt habe ich aber einen Bärenhunger. Darf ich dich zum Frühstück einladen? Peng, aus, vorbei, dachte Sina und meinte in Lus Augen ein merkwürdiges Aufflackern gesehen zu haben. Hätte sie doch nur nicht auf Schusseloper Ernie gehört. Jetzt würde sie zum Frühstück verspeist werden. Flüchten, nur flüchten, dachte sie und wollte schon losrennen. Doch Lu war schneller. Hey, hey, versuchte er Sina zu beschwichtigen. Wer wird sich denn vor Lus Kochkünsten fürchten? Und er zauberte einen riesigen Früchtekorb hinter seinem Rücken zum Vorschein. Da purzelten Sina jede Menge Steinchen von ihrem Herzen und sie lachte Lu an und meinte, und ich dachte, du wolltest mich fressen. Ich? Dich fressen? Erwiderte Lu, wo ich dich doch zum Fressen lieb hab. Und grinste über die dicken Bärenwangen, nahm Sina auf den Arm und wirbelte sie im Kreis herum. Fast hätte Sina ihren Opa vergessen, doch beim Drehen sah sie eine erhobene Pfote aus einem Gebüsch winken. Das Zeichen von Großvater, dass alles in Ordnung war. Von diesem Augenblick an trafen sich Sina und Lu nun täglich und es entstand eine tiefe Freundschaft. Es verging kein Tag, an dem Lu nicht eine Überraschung für Sina vorbereitet hatte. So sang er ihr zur Begrüßung selbstgedichtete Lieder. Auch wenn er nicht der beste Sänger war und es sich meist wie das Schnurren eines riesigen Löwen anhörte. Dann pflückte Lu Sinas Lieblingsbeeren und Eukalyptusblätter und überreichte sie Sina als Blumenstrauß. Manchmal führte er Sina auch zu seinen Lieblingsorten, die er nie zuvor jemandem gezeigt hatte. Da gab es zum Beispiel einen Wasserfall, unter dem herrliche Regenbögen leuchteten, wenn die Sonne schien. Ein anderes Mal machten sie einen Ausflug zur schönsten Wiese im ganzen Wohlfühlwald, wo Schmetterlinge mit den Farben der Blumen um die Wette eiferten. Und überhaupt war auf der Wiese immer etwas los. Mal lieferten sich die Hummeln mit den Marienkäfern ein Sturzflugduell oder es fand ein Schneckenrennen statt. Aber nicht nur Lu, auch Sina war ständig bemüht, dem anderen mit etwas Schönem eine Freude zu machen. Eines Tages, als Lu sein mittägliches Schläfchen hielt, sammelte Sina schöne glitzernde Steine und schrieb damit vor Lus Höhle, ich hab dich lieb. Als Lu nach seinem Nickerchen die Augen aufschlug, sah er 1000 Sterne funkeln, die ihm sagten, ich hab dich lieb. So verbrachten die zwei ihre Freizeit mit Spielen, jedoch die meiste Zeit nahmen sich Lu und Sina zum Träumen. Dann lagen sie ineinander gekuschelt auf einer Wiese. Lus Lieblingsbeschäftigung war ja ein Nickerchen zu halten, aber seitdem er Sina kannte, kam er nicht mehr allzu oft dazu. Wenn Lu müde wurde, hielt Sina ihn wach, indem sie ihm die verrücktesten Dinge zeigte, die sie in den Wolken entdeckte. »Lu, Lu«, sagte sie und zeigte in die Wolken. »Siehst du den Riesen da oben an unserem Wasserfall? Der Schuft will unseren Wasserfall mit Sand zuschütten.« Und Lu rieb sich die verschlafenen Augen und staunte. Denn gerade wurde der Riese von einer noch riesigeren Hummel gestochen.
Nun versuchte der Riese, den Sand wieder zu entfernen, damit er seine dicke Beule unter dem Wasserfall kühlen konnte. Sina und Lou kugelten sich vor Lachen. In den Herbstmonaten saßen Lou und Sina am Lagerfeuer in dicke Decken eingemummelt, den Blick in den Sternenhimmel gerichtet und warteten auf Sternschnuppen. Der Erste, der eine Sternschnuppe erblickte, durfte sich etwas wünschen. Und egal, wer von beiden eine entdeckte, der Wunsch war immer der gleiche. Diese Freundschaft sollte nie vergehen. Das war der zweite Teil zu meiner ersten Geschichte von Sina und Lou. Zu dieser Geschichte werden wir im Anschluss Steine basteln. Und zwar Steine, man kann die Heimatsteine nennen, man kann die auch Glückssteine nennen. Ja, seid gespannt, was wir gleich machen. Tschüss! Und los geht's zum Basteln. In der Geschichte ging es ja um die Glitzersteine, ne? Und die Steine haben dem Lou Freude bereitet. In der Corona-Zeit ging es mir zwischendurch gar nicht gut. Ich habe Menschen vermisst. Und dann war in unserer Stadt, ich hoffe, dass es in eurer Stadt auch war, es gibt, man nannte sie Heimatsteine oder Glückssteine. Kinder und Erwachsene haben Steine bemalt, die legen die im Wald oder irgendwo aus und man kann die mitnehmen, wieder weitergeben oder auch behalten. Und als es mir so schlecht ging, da habe ich diesen Stein gefunden und mir ging das Herz auf. Da steht drauf: Liebe, Glaube, Hoffnung. Der hat mir so gut getan und vor allen Dingen, weil ich wusste, meine Nachbarin, die hatte Steine für mich ausgelegt. Und ich hatte tagelang gesucht und keinen gefunden. Und an dem Tag, wo es mir schlecht ging, habe ich diesen gefunden. Und ich wollte mit euch auch solche Glücks-, Heimat-, Hoffnungssteine malen. Guckt mal, also der ist ganz einfach, ne? Dann habe ich hier noch einen gefunden. Finde ich auch schön. Sonne für deinen Tag. Und der schönste ist, ihr wisst ja, ich lebe auf dem Land. Und gegenüber ist ja ein Schweinebetrieb. Schaut mal, ist der nicht süß? Da ist ein kleines Schweinchen, was grinst. Und das Schweinchen, da steht noch unten Happy drauf. Also man kann sowohl Emoji-Steine machen. Alle Steine werden gleich gemacht. Am besten ist es. Also du sammelst erstmal die Steine, das ist logisch. Dann brauchst du natürlich einen Pinsel und du brauchst Acryl- oder Tempera-Farben. Die findest du in jedem Krimskramsladen mittlerweile. Wie du siehst, brauchen wir auch nur ganz wenig. Deswegen, es gibt auch so Probepackungen mit so ganz kleinen Tuben, die würden auch schon reichen. Ne? Dann gibt es so ein Fixier-Spray. Ich meine, den könntest du auch mit Haarspray ausgleichen oder viele bemalen die Steine auch mit Nagellack und du könntest mit klarem Nagellack drüber gehen. Das ist alles, was wir brauchen. Und ich dachte, diesen Stein, ich brauche jetzt einen ganz dünnen Pinsel, also den könnt ihr gestalten, wie ihr möchtet. Was wir noch brauchen, die Pinsel, ne? Wir brauchen Unterlage. Unterlage kannst du Zeitungspapier nehmen und als Farbpalette habe ich jetzt einfach die Kartonage von einem Knödel, von Reis, von irgendwas, was die Mama gerade benutzt hat und fertig ist oder leer ist, kannst du benutzen. Ich habe den schon, ich male die immer nur eine Seite an, damit es keine Verschwendung ist, weil die werden ja ausgelegt. Und ich habe die schon mal blau angemalt. Mach jetzt nur ein bisschen Silber. Du brauchst ganz wenig und ein bisschen wenig Gold auf die Farbpalette. Ups. So.
streiche ich ab. Du kannst dir überlegen, was du Menschen wünschen würdest. Und ich möchte denen heute... Ich hoffe, dass das gut geht. Acrylfarben sind oftmals von der Beschaffenheit ziemlich dick. Deswegen nimm am besten auf jeden Fall einen Haarpinsel, keinen Borstenpinsel, streich ihn ab und dann schaust du, wie du damit am besten malen oder schreiben kannst. Ich möchte da drauf Träume schreiben. Träume wünsche ich denen. Menschen, dass die in Zeichen von Corona, überhaupt in Zeichen von, so wie bei mir, als es mir so, weiß ich, so alleine und die Menschen vermisst habe, dass wir davon träumen können, dass irgendwann wieder alles gut wird, dass wir uns irgendwann sehen, dass irgendwann unsere Träume in Erfüllung gehen. Das möchte ich den Menschen mit diesem Stein sagen. Und das ist schwierig. Ich kann das gar nicht so gut damit zu schreiben. Da sind natürlich Mamas Nagellacke einfacher. Ne? Aber bitte fragt die Mama vorher, bevor ihr da dran geht. Ich habe schon gesehen, dass das ist jetzt relativ günstig. Echt relativ günstig Nagellacke gibt. Das E ist gar nicht gut geworden. Ich wollte es mir einfach machen. Für mich ist an diesem Stein nur die Botschaft wichtig, zu träumen. Und ich mal einfach nur eine Mondsichel drauf. Auch damit es jetzt schneller geht, weil ich habe euch ja schon ein paar Sachen gezeigt. Ich habe auch zum Beispiel nur Steine mit Herzchen gemacht, mit Blumen gemacht, also ganz einfache, wie hier auch mit Sonnen, den habe ich gefunden. Ne? Oder dann gestern lag ein Stein bei mir vor der Tür, da war ein Apfel drauf gemalt und aus dem Apfel lugte ein kleiner Wurm hervor. Den fand ich auch süß, weil der Stein hatte die Form, eines Apfels. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Und ich finde es auch schön, wenn man durch den Wald oder auch durch die Stadt oder was weiß ich geht und schaut, wie so ein Stein in der Hand liegt. Also ich bevorzuge so flache Steine, weil die einfacher sind zum Gestalten, weil die auch einfacher sind zum Anmalen. Aber das müsst ihr ausprobieren. Vielleicht findest du auch einen Stein, wo du sagst, boah, der sieht ja schon aus wie eine kleine Maus oder weiß ich nicht was. Und den nimmst du dann mit und malst den einfach grau an oder so. So, ich habe jetzt hier wirklich nur ganz schnell einfach nur Träume drauf geschrieben, einen Mond und ein paar Sternchen. Und den nehme ich mit. Und der kriegt auf jeden Fall meine Nachbarin, die mir mit ihrem Stein und der Liebe, der nächsten Liebe, so viel Freude bereitet hat. Meine Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.